Und damit wieder ein herzliches Willkommen in der DJ-Gruppe Generation Zero. Und die nächste Fahrt geht rückwärts. Dim, 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 dim. Heiderzacken. Jetzt macht's auch noch Lightshow. Geht's ja ab hier, ey. Jetzt macht's auch noch Lightshow. Also nochmal in den ruhigen Ton. Servus, Sersen, grüß Gott, Hallöchen. Ne, Tag, Frau Dunkelherz. Guten Tag. Tag, Bulli. Sersen. Ja, wunderschön, ne? Ach, boah, genial, oder? Das hast du, also wirklich. Oh. Ah. Oh, schon große vorbei. Kunst. Große Kunst. Und du hast immer noch dein komisches, deine Geheimwaffe, ne? Dein Ghetto-Blaster unterm Arm. Übrigens. Das ist sehr seltsam. Vor allem ist lustig, wenn ich tanze, ja, ist er weg. Voll passen. Ja, ist er weg, genau. Ja. Und wenn du wieder aufhörst, dann ist er wieder da. Ja, du bist halt der DJ, ne? Da drüben ist übrigens schon Salt. Sie liebt den DJ. Da, 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 da. Ja, okay. Alles klar. Alles tschüss. Klar. Tschüss. Hier ist übrigens ein Stein. Sieht man, sieht ihr den auch? Den Stein, den wow, der schwebt? Da hängt ein Stein in der Luft. Oh mein Gott. Star Wars-mäßig hier. Das waren bestimmt Außerirdische. Also Leute, ihr habt noch überhaupt nicht erzählt, wo wir hingehen. Da drüben ist jetzt Saltham oder so ähnlich. Ich müsste picken, um zu gucken, wie es heißt, aber da wollen wir rüber. Ich bete, ne, gerade. Herr Moderator. Genau. Ja, ja, aber jetzt bete ich gerade The Flying Stone an. Ich glaube, ich gründe eine Sekte. Siehst du, genau das war der Beginn von Far Cry 5. Ne? Mhm. Der schwebende Stein. Ja, gut. Also, was machen wir? So als Moderator muss man auf dem Laufenden sein. Wir gehen jetzt nach Saltham. Nach Saltham? Ja. Saltham. Genau. Ah. Ach, da wo die 1 ist. Genau, da haben wir schon einen Wegpunkt gesetzt. Wir müssen jetzt nur noch einen Weg rüber finden. Finden wir. Ich war früher bei den Pfadfindern. Na dann. Wenn einer einen Pfad findet, dann ich. Pfad der Erleuchtung. Komme zu mir, Brüder und Schwestern, und betet mit mir zusammen den fliegenden Stein lustig an. Lustig ist ja, dass ich mitten durchs tiefste Gebüsch laufe und die zwei, die laufen mir einfach hinterher. Ich wollte es ja nochmal sagen. Da kannst du mal sehen, wir folgen blind. Ach, guck mal da. Ja. Den kennen wir doch auch noch. Bunker. Der Bunker, ja. Kommen wir da jetzt eigentlich mittlerweile müssen, rein? Wir da reinkommen. Nee, die Türen, also die Türen schauen ganz anders aus. Das sind ganz große Türen. Woher weißt denn du das? Das habe ich beim Onkel Voucher gesehen. Mhm. Ja, dann doch mal einen schönen Gruß an Voucher, oder? Ja, der schaut unsere Folgen nie an. Na? Vielleicht verirrt er sich ja mal zu. Aber finden. Vielleicht eines Tages, ne? Sersen Voucher. Ja, genau. Oh, dann wird's aber verwirrend mit Sersen und Servusle. No. Oh, aber da oben ist eine Brücke. Und dabei bin ich doch eigentlich der einzigst wahre Alterle. Ich finde es schade, dass man zum Beispiel hier in diese Tür nicht rein kann. Das schaut irgendwie genial aus hier. Ja, vor allem ist so eine Lumpe der Holztür, ne? Moment. Das war mir so klar. Das war mir so klar. War ja mal ein Versuch wert. Kommt man hier eigentlich irgendwie auch hoch? Frau Dunkelschrot. Ja, echt. So. Tada, der Herr Bert ist schon hier oben. Ja, der Herr Bert ist immer irgendwo als Erster. So, was haben wir denn hier? Hey, geh aus meiner Kiste. Leer! Hast du das gerade zu mir gesagt? Bin's ja, mit? Ich habe gesagt, geh aus meiner Kiste. Wer sagt mir, das ist deine Kiste? Hä? Da, guck, da ist ein Dreieck drauf, das gehört mir. Schieb, schieb, schieb. Das ist mein... Schon absolut genial. So romantisch. Ich weiß schon, warum ich mit dir niemals Arma 3 spielen würde. Alle Aufmerksamkeit auf dich. Ja. Achtung, ich höre was. Was? Wo? Sag mal rein. Sag mal, pst, pst. 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 Hört ihr das? Ja, Stille. Ja, genau. Jetzt kommen
übrigens, ja, blöd. Komm übrigens mal in die Kiste ran. So. Ach, schön. Also jetzt kommen wir in das Gebiet, in dem wir noch nie waren. Ja? Sehr schön. Ich finde auch total toll, wie ernst wir dieses Spiel nehmen. Ja, ich nehme es. Du wolltest jetzt die Tür zumachen, ne? Ja. Die Olivia wollte mich in die... Ach, sowas hattest du vor. Also. So, aber ich finde, wir verkörpern eigentlich schon den Flair, den dieses Spiel an die vermitteln will. Ne? Also wir sind ja drei Teenager. Ne? Ja. Und da würde es genau so funktionieren. Außerdem, wenn wir in Wirklichkeit in dieser Welt hier unterwegs wären, also sind wir natürlich... Ja. Dann wären wir ganz genau so drauf, weil jeder hätte eigentlich total Angst wegen der bösen Roboter und so. Und auf der anderen Seite wäre es ja total witzig, weil... Ne? Was können Roboter einem schon tun und so? Ah, da ist der Bunkereingang. Ich kann sagen, da ist übrigens der Bunkereingang rechts. Ja, und übrigens ist hier irgendwo wer. Ja, ja. Hier sind überall jemand. Hier aber ist man im Bunker oder was? Ja. Wartet auf mich. Ja. Achtung. Ah ja, das nenne ich mal eine Tür, ne? Sag ich doch, da sind Türen. Schieb dir mal nicht so. Da sind nämlich nicht nur nette Dinger. Ach echt? Ja. Hier ist auch was drin. Ja. Achtung. Ja, da zum Beispiel. Habt ihr... War leicht knapp und jetzt so. Jetzt mal eine ernsthaft gemeinte Frage an die Zuschauer. Oder mir mal die Tür hier zu, weil da draußen laufen ja auch noch welche rum. Jetzt mal eine ernsthafte Frage an die Zuschauer. Habt ihr das jetzt gerade mitgekriegt, wie mich Herbert versucht hat, in die Schusslinie zu schieben? Mhm. So. Mal quitt. Mal nachladen. Ja, der muss doch das Bauernopfer sein, oder? Ja. Ich lasse euch einfach vorgehen. Oh. Wir machen das schon. Ich springe dich so oder so an. Weiß ich schon. Das ist noch mehr, ich höre was. Ja. Mhm. Ja. Ich mach die Tür auf, du schießt. Ja, ja. Mach ne. Oh, oh. Vor allem, wie soll ich denn da schießen? Hinter uns, ja. War nochmal da hinter uns, ja. Ja. Vor allem, ich mach die Tür auf und du schießt und dann rennt er mir direkt vor die Pistole. Es ist ja hochprofessionell. Auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wo kam der her hinter uns? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Da, 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 da. Ich hab hier noch einen erwischt. Sag mal, wo kommt denn ihr daher? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Auch übrigens ein Hit aus den 80ern. Schön. Ihr wisst es gar nicht zu würdigen. Echt. Hier ist übrigens ein schöner Generatorraum. Das stimmt. Wo ist denn da die Frau Dunkelherz? Ach, da. Du hast da jetzt wieder auf den Knopf gedrückt, oder was? Ja. Was macht man da? Einfach Strom machen. Ha. Oder nicht? So. Und das war's jetzt. Schauen wir mal noch, es gibt glaube ich noch einen anderen Raum hier. Hier ist die Küche, hier ist glaube ich nichts. Nee, hier ist nichts. Wir müssten wahrscheinlich aber noch irgendwelche Gegenstände hier finden könnt oder nicht, weiß ja, ich nicht. Ja, vor allem war da hinten eigentlich auch noch eine Tür, ne? Also ein Missionsgegenstand habe ich glaube ich hier gefunden, der war an der Wand. Da war irgendwie so eine Map geklebt, an irgendeinem Bild nämlich dran. Ja. Okay, hier ist nichts. Hier ist ein Radio, sofort nehmen. Kiste. Es ist so schlimm, wenn du mehrere Spiele gleichzeitig mehr oder weniger spielst. Mm. Ich will die ganze Zeit die Schränke aufmachen. Ja. Ja. Hier ist noch was. Büro. Na, wer hat denn jetzt hier das Licht ausgemacht? Das ist echt. Wo ist Büro? Büro ist hier. Büro. Hallo, Büro. Warum schiebst du mich immer? Guck mal. Ah ja, jetzt weiß ich wenigstens, wo ihr seid. Ja. So machen wir das immer. Also wenn ihr diesen Sammelgegenstand gefunden habt, dann sagt ihr schon Bescheid, gell? Ja. Achtung. Aha.
Ich hab eine Anzeige. Achtung, da kommt was. Ja, kein Wunder, wenn ihr hier so vandaliert. Eben, das ist eine Anzeige von den Nachbarn. Da kommt ja echt was. Hier. Los. Ja, ja. Bist du irgendwie... Oh. Kommen die in den Gang hier auch rein? Welchen Gang? Die können wohl schlecht die Tür aufmachen, oder? Wenn die aber Tür so. Ich höre aber was laufen. Ja, nee. Ja. Ja, wahrscheinlich läuft es über uns. Das kann sein. Könnte möglich sein. Das hört sich echt als anders, als über uns laufen. Hätte jetzt an dich hier irgendein Sammelgegenstand sein sollen? Ja, ich glaub nicht. Hat der Herbert ja gesagt, hinter einem Bild oder so hast du doch. Ja, da war so eine Karte, aber das war ein Questgegenstand, kein Sammelgegenstand. Eine Karte war ein Questgegenstand, die du gebraucht hast, damit du weiter im Spiel kommst, soweit ich weiß. Okay. Ja, dann mach ich mal wieder auf, ne? Ja. Ihr wisst schon, dass ich noch hier bin und so. Ja, ja, ich warte ja auf dich. Hart ist aber nett. Mach echt das Licht aus. Der Letzte macht das Licht aus. Aha. Das ist wirklich über uns, Leute. Hab ich gesagt. Hallo, kannst du mal wieder das Licht anmachen? Also. Oh fuck, oh fuck, ich komm zurück. Ach komm, du Schisser. Es sind zwei Stück genau über uns gerade. Ja, exakt. Wo siehst du das? Ich denke, du bist noch im Bunker. Ja. Ich bin... Bin ich jetzt die Einzige im Bunker? Das passt mal Nein, auf, Leute. Ich bin noch im Bunker. Ich schmeiß mal den Radio vor den Bunker, schau, was passiert. Ja, mach mal. Ich bin vorher noch im Bunker, ne? Ja, ja, wir warten so. Ja, super. Ich werde gleich filetiert, da ist nämlich irgendwas. Ach Gott, jetzt habe ich dich auch noch im Fadenkreuz. Ja, wie du siehst, passiert nichts. Doch, doch. Aha. Von links. Achtung. Da war es bloß noch einer. Radio mal einen Sinn gehabt hier, ey. Also, deinen wackelnden Hintern habe ich ganz gut im Let's Play aufgenommen. Ne? Also, macht schon Sinn, die muss ich. Was ist denn jetzt hier eigentlich mit der Frau Dunkelherz? Die ist da. Ach, hä? Das ist die, ja? Die Cheater wieder. sonst war wohl... Diese bedrohliche Musik habe ich trotzdem noch. Ja, die da hinten ist ja oben drüber. Ich hab noch eine. So, dann sollten wir mal langsam mal in die Ortschaft, ne? Lootet mal denn hier oben noch, wo ich stehe gerade, genau. Hier ist noch einer, der war über uns. Was gibt's da zu... Zaun. Was gibt's da zu looten? Ein Munitionspack. Bin doch eh voll. Was soll man jetzt eigentlich hier am besten skillen, ist die Frage. Also ich kann euch mal sagen, dass ich ganz rechts bei Technik Chemiker geskillt habe. Und dann habe ich Schlösserknacken geskillt. Das wäre, glaube ich, eine Idee, ne? Weil ich dachte, Schlösserknacken wäre ganz cool. Lass uns doch mal ein bisschen Skill. Ne? So, Markierungsinfo fand ich ganz cool bei das Fernglas teilweise halt, ja. Chemiker, Ausdauergeneration, Ausdauermenge, Wurfdistanz, Wurfpräzision. Visiertempo. Macht das? Beschleunigt das Zielen durch ein Visier. Echt? Nachladetempo. Ich würde mal sagen, es ist Sinn macht, dass jeder einen anderen Skillbaum ein bisschen nimmt, oder? Vielleicht sogar. Ja. Im Game, im Teamplay zumindest. Ja. Was willst du machen? Also, ist ja nicht wurscht. Frau Dunkelherz macht ja Teamtechnik. Technik. Habe ich schon gemacht, kann ich jetzt auch nicht mehr ändern, weil ich hatte vorhin zwei Fertigkeitspunkte. Dann mache ich. Das ist auch. Die maximale Ausdauer deines Charakters. Sind denn eigentlich diese Endskills unten? Kommandeur, Vorhut, Scharfschütze? Es ist eigentlich wurscht. Also von wegen, dass sich einer spezialisiert, ist Quatsch. Weil du brauchst ja von dem anderen Zeug auch. Brauchst du ja, alles schon, ja. Sinn, ja. Ja. Also da mache ich jetzt mal Nachladetempo. Laufen. So. Und dann mache ich auch mal den Chemiker. Laufen. Also ich gehe jetzt mal auf diesen Kampfzweig hier. Das ist übrigens cool, das kannst du ja dann auch mal zeigen, wenn du auf was? Wenn du dann auf Team gehst, ja. Dann siehst du ja uns alle. Ja. Und da kann man dann auch sehen, wer welche Fähigkeiten und so ausgerüstet Stimmt, hat. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Oh. Schicke Haare hast du übrigens.
Ja, ne? So, schauen wir mal. Besiegt 3, zerstörte Maschinen insgesamt 44. Deaktivierte Relay-Antennen 1. Mhm. Aha. Mensch, wir passen ja auch farblich echt gut zusammen, ne? Fällt mir gerade so auf. Ja, irgendwie schon, ne? Die dunkle Bruderschaft. Oh. Scheiße so aus, ja. Uhu. Ja, stimmt. Dann schauen wir uns doch mal nach Salt an, oder? Peinlich. Ja. Ach, kann man die Dinger eigentlich? Ey, Tatsache, du kannst dir dein Tanzbaum Emoti-Dingsbums kannst du selber bestücken. Ja. Das ist ja cool. Pang. Mit den Sachen, die du findest. Genau. Links hast du die Auswahl mit Drag and Drop, siehst du es rein. Genau. Und du findest, glaube ich, auch immer wieder in Kisten oder sowas auch neue Emotes oder neue, keine Ahnung, Tänze wahrscheinlich oder so, schätze ich mal. Ja. Ach, cool. Glücklich. Sprinkler. Freestyle, Hip-Hop, Roboter, okay, das sind die alten. Daumen hoch, SOS, winken, stoppen, grüßen, zeigen. Aha. Na gut. Was habe ich jetzt eigentlich, wenn ich auf Punk gehe? Oh, was ist das denn? Was hast du gemacht? Es schaut eher so nach Zombie aus, finde ich. Soll das Punk sein? Ja. Jo. Das ist aber noch Zombie peinlich. Man. Ich habe auch noch peinlich. Ha, guck doch mal mich an. Jo. Jo. Dafür schaue ich peinlich. Okay. Genug des Blödsinns. Wie schaut es denn im Kaffee an die aus? Hat schon mal jemand durchs Fernglas geschaut? Nö. Schau gerade ein bisschen rum. Also vor uns hat uns irgendwas auf dem Schirm gehabt, aber ich sehe gerade jetzt nichts. Also rumlaufen sehe ich jetzt auch nichts. Ich will einfach mal durch die Straßen laufen. Ja. Geh mal als Futter vor. Da genau. Gibt's bestimmt genug. Schätze ich jetzt mal. Ihr müsst auf jeden Fall schon nach Quest oder nach Sammelgegenständen. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt auch bekommt. Keine Ahnung. Vor allem hier gibt's bestimmt viele. Mal auf die Map schauen. Puh, Alter, wenn du da jetzt jedes Haus durchschaust. Du bist beschäftigt, ja, also übrigens. Wir sind ja in den nächsten 8 Folgen beschäftigt. Und die Bootshäuser hier nicht vergessen auf der Seite rechts. Da kannst du auch noch was finden. Oh, okay. Hier hat irgendwas im. Ja, da ist irgendwas was. Hat mich. Da vorne ist was, ich sehe es ja. Gönnt euch. Soll ich locken? Ja. Ah, okay. Ah, oh, gut. Wenn du wirklich den Tank triffst, geht der sofort down halt, ja? Ja. Da ist noch einer, Achtung. Da ist noch einer, ja. Zwei. Warte mal, ich schmeiß mal wieder was Schönes hin. Dass die ein bisschen hier abgelenkt sind vielleicht auch. Also wenn wir jetzt schon den Voucher haben, dann müssen wir jetzt natürlich auch sagen, ich bin da schon eher so wie der Gronkh, der dann unbedingt alles looten will, ne? Einen habe ich. Oh. Zu weit weg. Fürs Jagdgewehr. Hm. Oh. Ganz schlecht mit Nachladen. Kommst du klar, oder? Ich komm klar. Ich bin im Haus. Ich komm sowas von klar. So, jetzt ist er. Jawohl. Hinüber. Da ist noch einer. Aus den Kampf geflohen, sagt er. Mir sagt er Kampf gewonnen. Genau, aber er hat vorhin noch gesagt, aus Kampf geflohen. Ha. Komisch. Siehst du das da? Hinterm Haus ist noch einer. Da ist noch irgendwas, ja. Ich hab nicht mehr die Anzeige hier. Nee, aber nix. Machen hier voll die fette Party, ey. Ich dachte, ich untermale euren verzweifelten Kampf mal ein bisschen. Ja. Nee. Jawohl. Wir brauchen mehr Gegner, Leute. Das ist zu lame hier. In den... Ja, dann musst du aber Dings spielen, ne? Wenn du unbedingt Gegner haben willst, musst du World War Z spielen. Stimmt. Boah, bin ich jetzt erschrocken dabei. Siehst du das? Los. Oh mein Gott, ja. Ich habe jetzt gerade das Garagentor von innen hochgefahren und die Maschine hängt im Garagentor. Hä? Lebt die auch noch? Die ist doch kaputt. Die kann ich ja schon looten. Warte mal. Mach mal zu. Achtung, Achtung. Ja, die ist hinüber. Die ist putti.
Krass. Sehr lustig, oder? Was gibt's hier sonst so? Was sagt denn eigentlich das Missionsziel, was wir hier eigentlich machen sollen? Hier sollen wir nichts mehr machen, soweit ich weiß. Was haben wir denn eigentlich als aktuelle Mission? Mission die Heimmannschaft. Ja. Also den Militärstützpunkt Veslan finden. Veslan. Ja, und der ist wahrscheinlich, schätze ich mal. Oder warte mal, ist das noch was gewesen, glaube ich? Haben wir noch offen. Suche den Standort des Bunkers Skarven. Und der Skarven ist, glaube ich, irgendwie auf der nächsten Insel sogar schon. Wahrscheinlich. Gott. Na, wir sind jetzt ja in Saltham. Ja. Wir sind ja schon auf der nächsten Insel. Mach schon mal ein bisschen. Gab's da keinen, warte mal. Verlauf gibt's nicht wirklich, nee. Die Heimmannschaft. Missionsgegenstände ist einmal der Kompass. Oh, ich hab die. Naja, ich hab die Karte. Wo das quasi markiert ist, wo er ist. Ah ja, hast du die? Eine Karte der Scherengard-Region. Darauf ist ein Gebiet markiert, in das die Zivilisten möglicherweise evakuiert wurden. Wenn du mal unter Log schaust. Ja. Hast du unten bei der die Heimmannschaft hast du doch dieses Feldzugplan Dingsbums. Und unten drunter bei Missionsgegenständen hast du einmal einen Kompass, du hast einmal eine Kassette und einmal so einen Punkt. Wenn du auf den Kompass klickst, dann siehst du die Karte. Mit rechter Maustaste kannst du die übrigens drehen. Ja, und ranzoomen auch. Ich sehe es genau. Das ist aber cool. Das wäre doch dann eigentlich... Das ist hier auf der Insel aber nur unten, oder? Ja. So. Ja. So an dem Afrika-Kopf-Eck Dingsbums. Genau. Also ungefähr, warte mal, ich markier's mal auf der Map. Hier wäre das. Ja, mach mal. Ungefähr hier. Warte mal. Mal wieder zurück. Auf der Map schon? Warte mal, ich höre mir mal die Ansage noch an. Anderhage, Evakuierungen ist slutförd. Återvänd till bas, komm. Wir sind bei der Mitte, ist es logisch. Wir lassen ihr Westland um 10, rapportiere Status, komm. Anderhage. Jävlar. Okay. Also, Funkaufzeichnung Saltwallen IP. Anderhage, die Evakuierung ist abgeschlossen. Kehren Sie zur Basis zurück. Bitte kommen. Funkstille. Leutnant, wir werden Veslan in 10 Minuten abriegeln. Was ist Ihr Status? Bitte kommen. Funkstille. Anderhagel, verdammt nochmal. Das war das Audio-Ding. Und was war das andere noch? Nix. Gut. Also gut, wir müssen erreichen die Evakuierungsstelle Saltwallen IP. Dann hätte ich gesagt, begeben wir uns mal in die Richtung von... Ah, okay. Also ich habe eine Eins gerade markiert, wo auf der Karte was war. Zufluchtsort. Der Bauernhof. So, okay. Also das finde ich auch ein bisschen total verwirrend, diese Missionsdinger. Ja, ist nicht hundertprozentig schön gemacht, also von dem... Nicht wirklich irgendwie. Wo seid ihr eigentlich? So in der Nähe. Ich auch. Ja. Dann schaue ich mal, dass ich euch in der nächsten Folge finde. Ne? Weil. Oh. Ja, also ich finde es echt nicht schön, weißt du. Wir gehen hier zu dritt durch die Gegend durch und dann ja, kümmere ich mich ums Missionsziel. Ja. Und was soll ich sagen? Ja. Weg sind sie. Ja, ja. Also, warte mal, welches Missionsziel meinst du? Heimmannschaft oder? Heimmannschaft. Okay. Ja. Das genau. War das mit der Karte, genau. Und das habe ich markiert auf der Map. Das ist der 1. Ja. Die 1. Oh. Genau. Ja. Aber das nochmal auschecken. Gott, jetzt kommt auch noch Gewitter. Ja, das checken wir dann in der nächsten Folge aus. Ich bin auf dem Balkon. Ach da. Ja. Das checken wir dann in der nächsten Folge aus. Wenn es dann wieder heißt, drei irgendwas suchen nach irgendwas und haben so richtig einen Plan von irgendwas. Ne? Genau. Genau. Also dann bis zur nächsten Folge. Ach ja, nicht vergessen, Däumchen und so wären Träumchen. Ach, die ganzen Sprüche. Und solltet
Wer schiebt mich da vom Balkon runter? Aha. Und solltet ihr noch kein Abo haben, wäre ein Abo nicht schlecht. No? 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 Dafür habt ihr ja auch hier ein ja, ich liebe es, in Ruhe zu moderieren. Dankeschön, Burli. Das war zu Far Cry 5-Style, oder? Ja, total. Also in dem Sinne, dafür habt ihr ja auch einen Kanal ohne Werbung. Ne? Wir wollen hier keinen Cent dran verdienen, sondern einfach nur unseren Spaß haben. Da hinten kommt ein Gewitter und bevor ein Gewitter kommt, geh lieber rein und sag Tschüss. Also geht das, dann bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Sehr schön. Tschö. Und ich sag nochmal Tschö mit Ö.